Timo Kultschak und Muzi Mabuse, das Paar aus der Goldstadt, konnte den Hoffnungen der Pforzheimer nicht gerecht werden. Im Semifinale fehlte ihnen der Schneid, die Richter auf ihre Seite zu bringen. Vergangenes Jahr verpassten sie das Semifinale ganz knapp. Für 2005 waren die beiden extra nach Südafrika gereist und sahen sich afrikanische Tänze an, um sich zu inspirieren. Aber es brachte nichts, mehr als Platz 11 war nicht drin, zu groß die Konkurrenz. Die Paare sind in diesem Feld sehr, sehr, sehr gut und ja, sehr gut trainiert. Und da nach vorne zu kommen, muss man am Ball bleiben und immer hart arbeiten. Und wir sind dran. Ein sehr starkes Feld also, wenn auch die Vorjahressieger Ricardo Gocchi und Joanne Wilkinson hier in Pforzheim diesmal nicht angetreten sind. Dubios das sowieso, seit gut 4 Monaten rätselt die Tanzwelt, ob dieses Paar überhaupt noch existiert. Aber wir sind jetzt beim Finale 2005 in der Samba. Hier ein Paar aus der Region, Jasper Birkehoy und Anna Kravchenko mit der Nummer 35. Das Leistungsfeld sehr eng, daher auch die beiden aus Kalf mit Chancen. Aber nur auf den 2. Platz. Die Vorjahreszweiten Maurizio Vescovo und Melinda Törögyörgyi aus Ungarn hatten schon in den Vorrunden gezeigt, dass sie fest gewillt sind, den Goldstadtpokal mit in ihre Heimat zu nehmen. Und auch hier beim Jive bekamen sie von allen Wertungsrichtern unisono die 1. Maurizio Vescovo und Melinda Törögyörgyi gewannen alle Wertungen. Es war also klar, auf wen der Goldstadtpokal 2005 zurollt. 11.000 Euro ist der Pokal wert, ein Unikat, das in Ungarn seine Heimat finden wird. Jasper Birkehoy und Anna Kravchenko, die Kalver, mussten sich mit Platz 6 begnügen. We enjoy it together. Wir hatten einfach Spaß beim Tanzen. Von Beginn an kämpften wir um den Sieg. Im Finale drehten wir dann voll auf und wollten einfach das Beste geben. Ihr nächstes großes Ziel ist der Sieg bei den Europameisterschaften Ende März.